Crossfitter oder die CrossFit-Community selbst ist eine sehr dankbare Zielgruppe für Fotos, gerade halt durch Instagram. So, ne, die leben halt davon. So, ne, von der Competition, egal ob jetzt Bam, 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 bam. Was ist das für ein Bild im Hintergrund? Das ist der Eibsee. Das habe ich auch fotografiert. Natürlich. Ist der in Deutschland? Ja, und also ganz, ganz weit unten in Bayern. Warte mal, wie heißt es nochmal? Ich komme gleich drauf. Alpsee. So. Das ist in Garmisch-Partenkirchen. Ist das in, warte mal, wie heißt das, Oberstdorf? Ja, das ist, glaube ich, in der Nähe. Crazy, Also weil so. meine Freundin hat mir irgendwie vor 2 Tagen irgendwie auch sowas geschickt. Das sieht genauso aus. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall da unten. Also das sieht halt so, also das war im Herbst. Und dann denkst du ein bisschen Kanada halt so, ne? Also so Ja, eine voll. Zugspitze im Hintergrund. Also ich war dieses Jahr auch da. Da war es aber noch grün. Und Zugspitze im Hintergrund, halt türkises Wasser. Ist ein sehr beliebter Fotospot. Sieht auf jeden Fall nice aus. Ja, ich habe mir gedacht, extra dann ein guter Hintergrund für heute. Das stimmt, ey. Ich war heute Morgen noch in Mainz. Also jetzt bin ich wieder zu Hause in Bielefeld. Und ich hatte heute Morgen das erste Gespräch. Also ich hatte Bronislaw Olenkowitz zu Gast. Das war das erste Gespräch, was ich nicht vor meinem Backdrop irgendwie machen konnte. Und ich war so voll so, ey, boah, ey, wie sieht das aus? Muss ich hier noch Pflanzen hintun oder irgendwas? Ich war so voll aus dem Konzept, einfach nur, weil diese PVC-Plane nicht hinter mir ist. Ja, aber ey, cool, dass du da bist. Ich bin irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wann ich auf dich aufmerksam geworden bist. Aber ich glaube, es waren die Battle the Beach Picks. Ja, Das erste Mal. du machst ja irgendwie Das. CrossFit-Fotografie, so, ne? Ja, kann man so sagen. Und was ich bei dir halt so geil finde, also wie bist du auf diesen Namen gekommen? Weil ich finde halt richtig, richtig gut so, ne? Weil es gibt halt auch viele Leute in dem Space, aber die haben halt alle immer so, irgendwie so komische Namen, finde ich. Aber dein Namen, also Between the Bars, finde ich halt richtig gut. Wie bist du da drauf gekommen? Also, da gibt es eigentlich zwei Herleitungen. Also, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich relativ lange überlegt habe, was kann man denn für einen Namen nehmen, als ich quasi noch einfach so ein bisschen Fotos gemacht habe und was ich als Feedback immer von den Leuten bekommen habe, dass ich ja immer irgendwie da bin, aber teilweise die Leute mich gar nicht bemerken. Ich relativ nah zwischen den Stangen hin und her laufe, so sie sich aber nicht belästigt fühlen, die Athleten. Und ich weiß aber nicht mehr, ob ich das zu der Zeit gehört habe. Es gibt einen Singer-Songwriter, der heißt Elliot Smith, der ist auch schon verstorben, also eher so 90er, Anfang 2000er. Da gibt es ein Lied, das heißt Between the Bars. Es hat damit überhaupt nichts mit zu tun. Es ist ein sehr melancholisches Lied. Aber ja, so Das ist ungefähr voll ist die Story. lustig. Das ist voll lustig, weil wenn man Between the Bars und Fotografie auch eingibt, kommt trotzdem als erstes das Elliot Smith-Lied irgendwie so von YouTube. Habe ich nämlich auch, als ich es gegoogelt habe, außerhalb von Instagram kam das. Habe ich mir das mal wieder angehört seit Ewigkeiten und dachte mir auch so, ja, geil.
Das kommt nämlich immer noch. Hattest du den von Anfang an oder hat sich das so Das irgendwann ist mein, ergeben? also der erste Name. Das Einzige, Ja. was halt kam, Between the Bars Photography, ist halt relativ lang natürlich. Da war erstmal so, aber dann habe ich gedacht, nee, so und nicht anders. Ja, voll. Und das ist ja auch einer der, was du eben gesagt hast, dass du halt da dazwischen halt, du bist halt schon dabei, aber du musst halt wie so ein guter Hochzeitsfotograf halt einfach unbemerkt sein, so, ne? Ja, Das ist relativ. ja, ist das in dem Space noch, ist das, das ist halt echt wichtig eigentlich, oder? Ja, also ist halt so eine Gratwanderung. Du willst den Athleten ja natürlich nicht belästigen in dem Sinne. Crossfitter oder die CrossFit-Community selbst ist eine sehr dankbare Zielgruppe für Fotos, gerade halt durch Instagram. So, ne, die leben halt davon. So, ne, von der Competition. Egal ob jetzt Scale-Athlet oder richtiger, krasser Wettkampfathlet, so ne, die füllen dann ihren Feed damit und die freuen sich halt richtig, dass sie dann halt coole Fotos haben und das ist dann halt möglichst eindrucksvoll ist, beziehungsweise authentisch. Das ist mir ja auch halt wichtig. Ja, voll. Hast du diese eine? Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube, letztes Jahr bei den Games gab es doch diese eine, dieses eine Ding, wo irgendwie der Kameramann, ich glaube, Patrick Wellner hat da irgendwie Handstand-Push-Ups gemacht an so einem Plexiglas und dann ist der Kameramann irgendwie, um irgendwie eine geile Einstellung zu kriegen, ist er, glaube ich, was war denn das? Ich glaube, er ist genau hinter ihm, hat er irgendwie gestanden. Und dann sind die quasi irgendwie so ein Millimeter aneinander vorbeigelaufen, so. Ja, das Und bräuchte ich auch. hast du das mitbekommen? Alter, das war Nee, richtig das geil. habe ich nicht gesehen. Boah, das muss ich später mal googeln. Muss ich dir mal schicken dann im Nachhinein. Das war richtig geil, weil Patrick Werner wurde dann halt auch danach irgendwie gefragt danach. Und Er hat dann wusste immer das so, wahrscheinlich gar nicht. doch, doch, der hat es mitbekommen. Der hat irgendwie in dem Moment gedacht, so, what the fuck? Okay. Aber er hat halt einfach weitergemacht, weil sonst hätte es halt seine Performance irgendwie beeinträchtigt, so, ne? Also irgendwie richtig gut so. Da hat es nicht so geklappt mit dem, ich bin dabei, aber man sieht mich nicht. Und hast du, ich weiß gar nicht, wo man anfangen kann. Also es gibt ja irgendwie. Es gibt ja zwei Wege. Also, wie hast du den Sport gefunden und wie hast du die Fotografie gefunden? Also, sind das zwei verschiedene Sachen oder gehen die Hand in Hand? Ja, das ist eigentlich ganz, ganz witzig. Also ich habe um 2014, 2015 mit CrossFit angefangen. So, also weil ein Freund von mir, der hat das in Dortmund gemacht und dann gab es eine Box in Hagen. Das war dann noch keine offizielle Affiliate. Dahingegangen, halt, ich glaube, den Sport selbst habe ich dann schon so anderthalb Jahre circa gemacht. Also es muss so um die 2016 gewesen sein. Ich hatte zu dem Zeitpunkt hatte ich eine Spiegelreflexkamera und hier im Ruhrgebiet ist es ja so, die Städte sind ja alle relativ nah beieinander. So, ne? Also Hagen, Dortmund, Bochum, Wuppertal, alles innerhalb von so einer halben Stunde entfernt. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob 2016 auch das erste Mal war, aber während der CrossFit Open haben wir uns immer mit allen Boxen oder alle ist jetzt ein bisschen übertrieben, also ich sage jetzt mal so vier Boxen, also es war immer CrossFit Wuppertal, immer Black Band CrossFit aus Bochum, CrossFit Tremonia war dabei aus Dortmund, haben wir uns getroffen und jedes Open Workout in einer anderen Box gemacht. So, also da waren dann, keine Ahnung, 40 Athleten waren es bestimmt. So, ob Scaled oder RX, man hat dann die Workouts zusammen gemacht, hat dann danach noch gegrillt oder so, was getrunken. Und irgendwann dachte, habe ich mal gesagt, ja, ich kann ja auch mal ausprobieren, einfach ein bisschen Fotos zu machen. So kam das dann zustande. Und dass dann unser Box-Owner, der Adrian, irgendwann gesagt hat, ey, willst du nicht bei uns auch nochmal? Und dann da war ich dann auch nochmal. Aber also es war alles so ein bisschen, ich bin sowieso sehr autodidaktisch veranlagt, so, habe dann einfach irgendwie so gemacht
Hab am Anfang, glaube ich, noch die Fotos habe ich mit dem Handy dann bearbeitet. Habe ich mir irgendeine App runtergeladen und habe mir, keine Ahnung, die Fotos mega umständlich erst auf dem Computer, dann aufs Handy geladen und habe die dann irgendwie alle einzeln bearbeitet. So. Und dann kam das so, dass ich dann, da war ich dann in der Box, habe dann auch Fotos gemacht. Dann, ne, durch mehr Schießen, mehr Erfahrung gehabt, so. Das erste Mal, also genau, und dann hatte ich hatte aber einen Freund auch, der Hochzeitsfotografie gemacht hat oder macht, und der hat mir dann gesagt, hey, benutzt doch mal Adobe Lightroom, das ist viel besser. So, ne? Und ja, alles klar, geil. Dann so ein bisschen, also das andere Steckenpferd ist dann einfach YouTube, wenn du irgendwie nicht weißt, wie du weiterkommen sollst, einfach mal bei YouTube gucken, irgendwelche Tutorials für Editing angeguckt, wie benutze ich ein Preset, etc. So, ne? Also ich benutze auch das gleiche Preset seit 2018 ungefähr. So, also das ist immer dasselbe, nur ein bisschen andere Einstellung. Und so kam das dann. Und dann war, also meinen ersten Auftrag hatte ich von CrossFit Wuppertal damals. Die hatten, glaube ich, ein Sommerfest. Und da war das dann erstmal so ein bisschen in den Boxen, war ich dann immer unterwegs. Und 2017 habe ich dann gedacht, boah, German Throwdown wäre ja voll geil. Ja, einfach mal dann halt so einen Dropbox-Ordner erstellt mit Sachen, die ich dann geschossen habe. Ja, und die haben sich dann auch gemeldet. Und da war ich dann Volunteer. 2017. Da fing es eigentlich so an. Interesting, ja. Ja, ich finde das so geil, weil, wenn du sagst, so, also so autodidaktisch, ne? Also ich bin ja, ich habe ja ein Studium in Fotografie, also ich habe Bachelor und Master gemacht. Und das ist so richtig, ich find das geil, weil das so ein ganz anderer Weg ist, weißt du? Und ich habe irgendwie auch so in dem Studium festgestellt, dass das, manchmal auch so überhaupt nicht förderlich ist für solche Sachen, weißt du? Weil das, also Studium Fotografie kannst du dir halt eher so als Kunststudium vorstellen. Also da geht es weniger darum, wie du ein Bild machst, technisch, sondern einfach Komposition und so, so. ja, sondern halt mehr so, was willst du damit sagen? So, keine Ahnung, was ist in dem Bild drinne? Was wolltest du damit, die Aussage? Was fühlst du? Bla bla bla, so, ne? Und ich habe mich dann halt, desto länger ich studiert habe, desto öfter habe ich mich bei irgendwelchen Jobs irgendwie so erwischt, dass ich dieses Denken halt dann so übertrage und dann halt überhaupt nicht so als Dienstleister halt irgendwie funktioniere, weil ich immer viel zu verkopft war, weißt du? Und Ja. deswegen finde ich halt so einen Ansatz hier halt irgendwie viel geiler, weil du hast Bock drauf, machst das und guckst dir bei YouTube an, wie es technisch halt umzusetzen ist, aber trotzdem hast du halt irgendwie so, also keine Ahnung, ne? Also Ja, mir wird so. immer relativ häufig nachgesagt, dass ich halt ein gutes Auge habe. So, das kann halt irgendwie sein, so, ne? Also den Moment zu sehen, wo es dann auch halt auch mal emotionaler im Bild wird, so, ne? Ist halt Ja. natürlich sehr schnelllebig, immer so eine Competition. So, und du musst halt immer schnell sein, musst halt ja versuchen, überall zu sein, so. Aber ich kann das nachvollziehen, was du gesagt hast. Ich hab früher Schlagzeug gespielt, habe mir das auch natürlich selbst beigebracht, war dann aber auch mal in der Musikschule eine Zeit lang, boah, das hat mir überhaupt nicht gefallen, so, weil das auch so war, so nach Schema, so, und Ja. oh. Ja, das ist ein geiles Beispiel, weil vor Fotografie habe ich Musik gemacht und da war das bei mir genauso. Ich habe mir alles selbst beigebracht und so Tabs im Internet angeguckt, so, ne? Einfach. Aber sobald ich irgendwie dann irgendwie in die Musikschule auch bin und nach Noten spielen sollte und so, das war gar nicht mein Ding so, ne? Interessant. Aber was ich eigentlich meinte, also ich finde halt, bei dir finde ich halt interessant, also, keine Ahnung, also CrossFit und Media, also was Bild betrifft, aber auch, klar, halt auch irgendwie diese ganzen Oldschool-Sachen wie Behind the Scenes und Road to the Games. Das ist halt immer so voll Rock'n'Roll ballern irgendwie gewesen, so vom Style so, ne? Und da war ich dann irgendwann,
irgendwann war ich dann so voll gesättigt von diesem Stil so. Weil dieser ganze Look, der war, ich fand das irgendwann fand ich es so drüber irgendwie. Aber dann kommt halt trotzdem irgendwie kommt dann immer doch noch mal was. Und bei dir finde ich halt mega was du halt schon gesagt hast, dass du halt nah dran bist. Also wie hier zum Beispiel, ne? Du bist halt mega dran. Also du hast als Betrachter das Gefühl, du bist halt irgendwie direkt daneben. Und das fand ich halt irgendwie erfrischend so. Und das hat mich dann richtig geflasht. Also diese Battle the Beach Bilder, die haben mich so richtig so, oh cool, das ist mal irgendwie was anderes so. Das guck ich mir mal mehr an so. Und dann stellst du halt fest so, okay, der Dude ist halt echt überall fast am Start so jetzt so. Scheint zu laufen. Ja, kann man so oder Also so sehen. ich finde diese Perspektiven halt, finde ich halt geil so, ne? Ja, nee, also ich meine, Battle the Beach, da war jetzt auch nochmal das Glück. Ostsee, weißt du ja nie, was das für ein Wetter. Ich war auch, als die schwimmen waren, war ich auch wirklich im Wasser. So, also mir egal, Badehose an, einfach ins Wasser, egal. Es war morgens das erste Event, war Laufen, ein Schipper und Schwimmen. Ich war dann auch im Wasser, so scheißegal. So, ne? Also da ist dann auch, also ich glaube, es ist ähnlich wie bei den Athleten, dann halt auch ein bisschen Adrenalin halt mit drin. So, man fühlt es dann halt auch. So, ne? Ist jetzt halt natürlich auch natürlich gut, dass ich den Sport auch irgendwo mache. So, und mich dann halt damit auskenne. So, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, man muss mir nicht viel erzählen. So, also beziehungsweise viel erklären, so, alles klar, ja, alles klar. Ich weiß Bescheid. Klar, manchmal natürlich auch sind halt auch Sicherheitsaspekte dabei. Dann sagen die Leute, hey, bitte nicht so nah, so oder keine Ahnung oder Head Judge. Also muss ich mal gucken, wie ist der Head Judge, was passt das? Also als ich da in Mexiko war mit dem Bundesverband, da war es halt so ein bisschen, hey, Media ein bisschen mehr nach hinten oder halt wenn jetzt die einen großen Livestream haben, sondern da guckt man halt immer nicht vorm Livestream stehen. So, weil das natürlich dann behindert, weil dann die Leute auch von zu Hause zuschauen wollen. So, aber da ist man eigentlich schon ganz gut im Flow, sage ich mal. Voll. Wie wichtig ist dir diese Nähe in den Bildern? Hast du das irgendwie durch Zufall irgendwie reingebracht oder war dir von Anfang an klar, so, ey, ich will da nah dran sein? So. Ich glaube, ich habe das einfach so aus dem Gefühl heraus gemacht, so, ne, hey, passt das? So. Und natürlich ist es dann halt auch immer so, guck dann halt natürlich, dann stehe ich dann vielleicht eher so hinterm Judge, weil der steht dann noch vor mir, so, schießt über die Schulter von dem, so, und es passt eigentlich immer. So. Klar, manchmal auch, wenn's nötig ist, halt auch mal ein bisschen von draußen, so, ne, also man muss immer wieder, so ne, damit man nicht immer wieder das Gleiche macht, auch mal dann nimmt man sich mal ein bisschen raus. So, ne, aber gerade solche Bilder, so ne, die machen halt einfach nur so Sinn. So, ne, also auch, ich weiß gar nicht, wie viele Squats ich in meinem Leben nur beim Fotografieren schon gemacht habe. So, ne. Cool. Ich bin dann immer so in meinem Kopf. Ja. Drehen sich immer die nächsten Fragen, weil heute Morgen mit Bronislav haben wir darüber auch geredet. Ich finde es interessant, weil du hast Habe ich auch gesagt, schon dass fotografiert. du, guter Mann auf jeden Fall. Also ich habe vor dem Gespräch hatte ich irgendwie ein anderes Bild von ihm als jetzt. Also es ist ganz interessant, weil er dieses Jahr halt echt so super viele Sachen geändert hat. Und jetzt ist so ein ganz anderer Athlet in meinem Kopf. Aber das, was du eben gesagt hast, finde ich interessant, weil du ja auch den Sport machst und dass man dir dann halt nichts sagen muss, so, ne? Ich finde, das ist genau irgendwie so das Problem im Moment an dem Unternehmen CrossFit. Weil die haben das ja an irgendwelche Investoren verkauft, als das da mit Glassman irgendwie da so war. Und seitdem ist ja irgendwie auch von der Medienseite halt kommt da fast nichts mehr. Also keine Ahnung. Es gab ja
Es gab ja früher diese Behind the Scenes und Road Ja. to the Games und alles. Also da wurde ja, hat die Mega-Hype-Train irgendwie kreiert, um die Games halt irgendwie zu pushen. Und das ist ja gar nicht im Moment so, ne? Ja, es ist schwierig, weil also man hat ja immer das Gefühl, dass sich, also gerade die Marke CrossFit, es ist ja immer irgendwie in so einer Findungsphase, ne? Sanctionals, Semifinals, Ja. Regionals, dann so, dann so, so, ne? Es ändert sich immer was. Genau. Jetzt für Berlin, ich hatte natürlich auch versucht, da irgendwie reinzukommen. War schwierig, so, ne? Da, so, also wenn er dann nicht wirklich dann nochmal jemanden kennt, selbst über CrossFit Dach, so, die hatten gar keine Handhabe, so wirklich, weiß ich auch. Also erstmal so dachte, okay, krass. So, nee, die kriegen halt Leute gestellt. So, dann musst du gucken, ob du über irgendeine Marke reinkommst. Dann ist aber auch nicht sicher, funktioniert das, funktioniert es nicht. Du musst da auch Glück haben. Also da kannte ich auch Leute, die von der Tribüne aus dann doch noch fotografiert haben irgendwie, wo ich mir dann aber gedacht habe, nee, ach nee, das muss ja jetzt nicht sein. Ja. Und warst du dann im Endeffekt nicht dabei in Berlin? Nee, leider nicht. Das ist dann auch immer, also so die Sache, also das ist dann auch so schade, weil wäre es ein Semifinal gewesen, was extern, wie jetzt Lowlands oder German Throwdown, wäre das halt über so einen Veranstalter, dann wäre es halt wesentlich einfacher gewesen, weil da hat man dann auch Kontakte und so. Und überall CrossFit selbst dann super schwierig. Ja, halt, weißt du, so Sachen, das ist für mich halt auch so ein, das sind immer so Beispiele, wo ich dann halt denke, so, ey, also irgendwie haben die ihr Mojo irgendwie verloren, so in den letzten Jahren, seitdem das da mit Greg Glassman irgendwie so dieser Shitstorm war und dann wurde es irgendwie verkauft und dann kam Covid auch noch dazu und so, keine Ahnung, also das ist halt echt strange und ich hoffe, dass das jetzt irgendwie wieder sich in die andere Richtung dreht. Also zumindest ist ja Dave Castro jetzt wieder zurück. Ich hoffe, der bringt da halt einiges ins Wanken. Aber was ich halt so interessant finde an diesem ganzen Media-Ding, weil CrossFit hat halt irgendwie in meinen Augen von Anfang an so Sachen gemacht, die jetzt halt von so anderen Sportarten adaptiert werden, so, keine Ahnung. Also wenn du dir jetzt anguckst, es gibt ja diese Formel-1-Doku oder diese jetzt auch Tennis-Doku, die so ein bisschen, nicht bisschen, die halt echt so behind the scenes ist. Oder auch die ganzen Fußballclubs machen das ja auch für sich, für ihre eigenen Channels, halt so behind the scenes Scheiß. Und dann guckst du dir an, so, ey, CrossFit hat das vor 10 Jahren gemacht. Und jetzt ist das quasi das revolutionary Ding so. Aber die haben halt einfach aufgehört und da kommt jetzt nichts mehr. Und das finde ich halt so schade, weißt du? Ich finde es halt, der Sport hat, der muss halt irgendwie, der muss mehr kommen, ja. Findest du Aber das? also medienseitig, also was halt mal anders Ja. ist, was auch teilweise, also das finde ich richtig krass, also besonders in den USA, jeder hat halt sein eigenes Mediateam. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel CrossFit Mayhem oder Proven anschaust, die haben wirklich, also gerade CrossFit Mayhem, die haben halt so ein krasses Mediateam, so, ne? Also da ist Ja. wirklich mit Cinema-Kameras. Und die fliegen überall hin. Also einer war auch in Berlin. Die machen dann mit Laza Dukic, machen die dann auch ein Behind the Scenes so. Eigentlich das, was CrossFit dann früher gemacht haben. Aber die machen Genau. das dann halt direkt. Und das ist dann in 3 Tagen oder 4 Tagen ist das dann online auf YouTube. So, ne, das ist halt mega krasse Werbung für die oder bei Proven. Also hier in Europa gibt es jetzt vereinzelt Leute, die dann auch mit Content machen so. Deutschland ja halt eher weniger, also ein bisschen kleiner, also wunderbar, also auf diesem Level. So, das ist halt krass. Ohne dass viele, also gerade die großen Marken erkannt haben, alles klar. Das funktioniert halt super gut. Also gerade ne, im Bereich YouTube, Instagram, auch Real Content, so ne, also das selbst zu produzieren und sich nicht darauf zu verlassen, vielleicht kriegen wir dann doch nochmal CrossFit und machen Road to the Games oder so. Ja, ich glaube, die haben halt einfach gesehen, so, okay, das ist geil, aber irgendwie, da kommt jetzt nichts mehr von Mutterschiff. Lass den Scheiß selbst machen. Ja. Keine Ahnung, Gabby Megawa hat ja auch ihren eigenen Video-Dude also irgendwie gefühlt. Und ja, da gibt es halt mega viele, die das machen. Oder auch, ich glaube,
Horvath und Daniel Brandon haben diese Schuhmarke, die machen jetzt auch irgendwie sowas. Und Right. gefühlt hatte jeder Athlet schon irgendwie sein eigenes Road to the Games, so. Ja, genau. Aber echt krass, ey. Aber was hat dich denn was fasziniert dich an dem Sport? Was Was halt, fasziniert also es ist dich halt da so so, krass? also erstmal natürlich die Vielfältigkeit, die du da hast, so, ne, also ist, also gerade wenn du es fotografierst, ist es nie langweilig, so, ne? Und teilweise, also ich nehme jetzt zum Beispiel mal den German Throwdown, wenn da jetzt zum Beispiel ein Team-Event ist. Also das fand ich richtig krass, als ich das erste Mal auf dem Feld war, 2017. Und dann war, ich glaube, Teams zuvor war das auch. Und dann brennt da die Hütte. So, ne, da erstmal da, also ist sowieso krass, wenn du beim German Throwdown bist mit den Fans, so, ne, also alle schwingen sogar Fahnen und rasten richtig aus. So, ne, und dann bist du da auf dem Floor und dann sind da gefühlt 60 Leute gleichzeitig. Und du rennst von Athleten zu Athleten und bist dann halt voll drin. So, ne? Und kannst halt auch nicht lange danach denken. So, ne? Also sonst, ne, also ich komme, was mich sonst fasziniert, ich mache auch eigentlich mehr, also ich selbst mache gerade mehr Weightlifting. Und das ist natürlich halt so dieses über seine Grenzen gehen. So, ne, dieses ist halt sehr beeindruckend. Um das dann natürlich festzuhalten, so, ne? Und du weißt ja auch, also du machst es ja selbst und dann weißt du auch, was da gerade so abgeht, so, ne? Also für einen Außenstehenden ist manchmal, glaube ich, irgendwie schwer zu begreifen, was da gerade so abgeht. Was das gerade für eine Leistung ist oder irgendwie crazy passiert so. Ja, Throwdown. Mainz, meine alte Heimat. Da geht's ab. Ja. Aber ich habe schon gesagt, wir müssen Tickets holen für den Early Bird, ja. Ja. Gibt es auch Also ich bin Athleten, auch die dich da. irgendwie. Ja, nice, Mann. Gibt es auch Athleten, die dich irgendwie wegwinken? Also selten mal. So, ne? Also es ist jetzt mal so, zum Beispiel, wenn die jetzt einen One-Rep-Max-Snatch machen oder so, ne? Also wirklich richtig was auf der Bar haben, dann guckst du schon so, dass du dann wirklich nicht direkt vor ihm stehst, vor jemandem. Oder dann hat mal einer gesagt, hey, so ein bisschen zur Seite, dann gehst du ein bisschen zur Seite. Passt aber auch, so, ne? Also da hat man dann irgendwann schon ein Gefühl dafür. So, ne? Der ist danach umgekippt nach dem Deadlift. Also da musste ich davor stehen bleiben, weil ich schon gemerkt habe, der gibt gerade alles. So, das All-Out ist er gegangen und danach musste er erstmal von der Fläche getragen werden. Okay. Ist der German Throwdown oder auch das Ding mit in wo warst du mit dem Bundesverband? In Mexiko? Waren das so Highlights bisher? Ja, so Mexiko war schon ein Highlight. So erstmal halt, also erstmal dann halt mal so eine Reise anzutreten. Also man muss dazu Ja. sagen, also der Bundesverband ist halt ein Verband. Das war jetzt nichts, wo ich jetzt Geld verdient habe. So, ich bin da halt bei null rausgekommen. So, ne, also es ist dann wirklich Aber eher zumindest ist es bei null so, Ehrenamtssache. ne? Ja, Ja. genau. Und es war dann so, dass wir dann mit Athleten zusammen hatten wir dann so ein Airbnb beziehungsweise so ein kleines Haus. So, ne, also ich war dann halt eine Woche knapp wirklich mit den Athleten halt die ganze Zeit zusammen. So, ne, also das war schon krass. So. Mega. Also das war halt schon mal eine Erfahrung. So. Und dann aber auch so zu wissen, so, okay, ist ganz schön krass, dann so lange reisen, Fotos machen. Natürlich auch mal und dann auch mit den Athleten zusammen Sport gemacht. So, ne? Also das war schon ganz nett. Da bildet man dann auch so eine bestimmte Beziehung zu den Leuten. Ja, also es gibt ein paar, wo man halt regelmäßig und immer, also das sowieso, ne? Also wenn du die Leute auf den Events siehst, dann sagen die, ah, ich drück dich jetzt oder so. So, ne? Also man muss ja auch immer gucken. Was macht man alles so, ne? Also beim German Throwdown mache ich zum Beispiel auch immer Athletenporträts. So, ne? Und dann sieht man sich halt direkt schon.
So, ne? Und du siehst halt manche Athleten immer wieder auf jedem Event. So, ne? Ist dann auch cool. Oder ne, wir waren ja auch, also die erste Weltmeisterschaft war ja in Schweden. Da war ich auch schon mit einigen Athleten, auch mit Noel Zwiebig unter anderem. Und manchmal, die Leute kümmern sich dann halt auch super um dich teilweise. Oder wie jetzt letztes Jahr beim German Throwdown, waren Athletenporträts, war super viel los. Da waren, ich weiß jetzt nicht wie, also über 100 Athleten. So, ne? Und dann fragt Moritz dich so, hey, brauchst du ein Wasser? Soll ich dir was zu trinken holen? Brauchst du irgendwas? So, ne? Also von einem Ja. Games-Athleten ist das ja auch nochmal ganz nett, ne? Hast du da auch persönliche Favorites? Wo du, keine Ahnung, also gibt es persönliche Favorites von dem Beziehungsding so, also wo du sagst, so eben, das ist einfach ein cooler Dude irgendwie so, was du jetzt eben halt zum Beispiel erzählt hast von Moritz, oder gibt es auch bestimmte Leute, wo du sagst, so ey, da kriege ich auf jeden Fall geile Bilder, weil da passiert Ach, was. ja, bei Bildern würde ich jetzt gar nicht so sagen, aber so ein, also Felix Reda zum Beispiel ist einfach der witzigste Typ. Also ich war mit ihm in Schweden, in Mexiko hatten wir auch, waren wir in einem Haus. Wir fahren jetzt nach Norwegen im Ja. November, da ist jetzt die WM, weil er jetzt die Europameisterschaft gewonnen hat und ein Direktticket bekommen hat. So, also super, so, ne, also auch mit Moritz zum Beispiel oder Kevin Winkens, auch super Typ. So, ne, also die dann halt auch wirklich nett sind, also so, wo du dann merkst, so, ne, also na klar, die wollen halt auch alle coole Bilder haben, aber die freuen sich, die sagen, hey, du machst die geilsten Bilder oder Schagel oder so, ne, wo man dann halt auch einfach mal so mit quatscht, so, ne, und so, ne, die da wirklich auch echtes Interesse zeigen, das ist halt cool, so, ne. Nice. Und was ist so, was ist dein, gibt es irgendwie ein Ziel, das du hast? Also, wo du sagst, du, keine Ahnung, zum Beispiel, ey, ich will irgendwann mal bei den Games dabei sein, fotografieren oder. Ja, also Games, na klar, also schön wäre es auf jeden Fall. So, ne, ist halt auch so was, wo ich sagen würde, ja klar, aber es wäre halt schon ein hartes Stück, glaube ich, da. So, also wenn er dir auch schon, also das wäre auf jeden Fall was. Aber auch so was wie zum Beispiel Olympia oder so einfach mal was anderes zu machen. So, ne, also. Ich gucke halt auch immer mal andere Sportarten zu machen. War jetzt zum Beispiel Ja. zweimal war ich auf einem Strongman-Wettkampf. Mein ist ähnlich, so, also war wirklich ähnlich mit den Disziplinen so. Würde jetzt ja gerne auch mal den einen oder anderen Weightlifting-Wettkampf mal machen und halt mal so über den Tellerrand ein bisschen schauen. So, ne? Also ich glaube, sowas wie Ja. Olympia, das fände ich richtig krass, sowas halt zu machen. Das ist natürlich so Presseakkreditierung eher so. Ja, der Fall. Und Ziel, ist schwierig. Also man muss ja auch immer unterscheiden, ne? Also du hast ja also CrossFit-Fotografie ist ja einmal, hast du die ganzen Events, die ganzen Throwdowns. So, ne? Da kannst du ja entweder für die Throwdowns selbst Bilder machen. Oder zum Beispiel, letztes Jahr war ich bei Battle the Beach nicht für Battle the Beach, sondern für Nocco und Bärbels. Sondern da habe ich halt für die Content gemacht. Ja. So. Und das ist halt, man muss halt einfach sagen, das lohnt sich mehr. Jetzt Lukrativer auf einfach jeden Fall, so, ja. ist einfach lukrativer. Ja. So. Und da wirklich wahrscheinlich so auf dieser Kooperationsebene vielleicht da noch ein bisschen mehr zu machen, das wäre auf jeden Fall was, wo man sagen würde, hey, das ist nice, weil dann bist du auch etabliert. So, wenn dir andere Marken das Vertrauen schenken, deren Vision irgendwie umzusetzen. So. Was halt auch Thema ist, wo ich mich jetzt halt gerade noch mehr mit beschäftige. Bilder sind halt schön und gut, aber so Videocontent oder bewegter Content wird halt immer mehr nachgefragt. So, hey, kannst du auch jetzt machen? So, ne? Und das ist halt schon so eine, so, hey, so einfach so. Ich meine, das ist ja auch relativ schnelllebig. Also es sind 10, 20, 30 Sekunden. Alles darüber, das ist schon viel zu lang. So, aber das ist halt wieder was ganz anderes, das nochmal zu lernen. Also da bin ich jetzt auch gerade wieder so halb autodidaktisch bei. Also, das ist halt schon was anderes. Voll.
Boah, wieder Ja. auch wieder zwei Autobahnen, wo die Fragen hingehen können, die ich im Kopf habe. Aber Wir das, was können du auch sagst noch mit mal einen den, U-Turn machen. das, was du sagst mit der, mit dem Fotografieren für Companies, also für Sponsoren quasi. Das ist interessant, weil es halt wie bei den Athleten eigentlich ist, ne? Also ich hatte auch Snorri, den Manager von den meisten europäischen Athleten, von den ganzen Isländern und so weiter. Und der sagt halt auch, also es gibt wenige, die halt von Preisgeldern halt irgendwie leben können. Und die größten Einnahmen, die die Athleten halt haben, sind Sponsoren. Und es ist interessant, dass es bei den Fotografen halt genauso ist. Also dass das, Ah, das ist einfach so. ja, halt crazy, Also, ne? du könntest jetzt auch nicht. Nur von CrossFit-Events kannst du nicht leben. Ja, es Also gibt ich ja bin auch. auch, also habe ich gar nicht gesagt, also ich habe auch einen normalen Job. Also ich mache das nur Ja. nebenbei, eigentlich mit den CrossFit-Fotos machen. Beziehungsweise dafür geht dann auch manchmal ein Teil meiner Urlaubstage irgendwie flöten. So ist halt natürlich cool. Aber auch natürlich, ich weiß noch, 2019, da war schon relativ viel, wo ich dann dachte, oh, okay, jetzt ist schon so, ne, wenn du dann. Hast den Freitag frei, um zum CrossFit-Event zu fahren, dann kann es sein, dass du Montag halt direkt wieder arbeitest. Je nachdem, wo du dann bist, so nach hin und her fahren. Und dann willst du den Content ja auch relativ schnell bearbeiten. Weil kannst du sicher sein, nach anderthalb Tagen fragen dich die ersten Athleten schon, wann denn vielleicht Bilder online kommen. Ja. Und dann kam Corona, ey, und dann Ja. warst du wahrscheinlich echt froh, dass du noch einen anderen Job hast. Ja, erstmal das. Also ja, Corona war halt so ein bisschen, da muss ich sagen, war für mich jetzt so, da war ich dann, zuerst war ja auch in so einer, also da war ich eher in so einer Trotzphase dann irgendwann, wenn man nicht so genau weiß, so, ne, was machst du jetzt? Klar, kamen dann auch irgendwann mal Aufträge wieder, aber es war jetzt nicht so, dass ich dann so die Zeit so kreativ genutzt habe, leider. Aber danach ging es auch wieder bergauf, deswegen war das schon okay. So, aber ja. Ja, mega. Und was du auch gesagt hast mit Olympia, glaubst du an die Mission vom Bundesverband und der IF3, das Ding irgendwie nach Olympia zu bringen? Also das ist, glaube ich, schon noch ein hartes Stück Arbeit. Ja. So, ich glaube halt, dass also diese Komitees, das ist halt schon, glaube ich, was ganz Eigenes, so für sich. So, es ist halt mega cool, so. Also auch halt mit, also es war immer mega Feeling, weil die machen ja auch, da gibt es ja immer so eine Zeremonie halt, ne, mit allen Flaggen und so, ne? Und der Sport muss halt noch wachsen, sich professionalisieren, halt eigenständig auftreten. Wahrscheinlich, ich glaube, noch viel, viel mehr kommunizieren und auch dann halt, ne, durch das Media halt so wachsen, um so noch mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Ne? Ich meine, es ist wie bei. Man sagt ja auch bei CrossFit selbst oder bei der Marke, so eine, ist ja noch so ein relativ junger Sport. So, auch wenn ich so denke, manchmal so, als ich das so gehört habe, hey, junger Sport, so, ne, also ich mache das doch schon seit 2014. So, aber trotzdem ist es ja in Relation, ne, relativ wenig oder so, oder kurze Voll. Zeit. So, ne, und dann, ich weiß gar nicht, wann die erste WM war, also die muss vor Corona irgendwann gewesen sein. Also ist dann ja noch mal weniger so, ne? Und es muss halt auch, es ist halt auch immer unterschiedlich. In Schweden waren ganz andere Nationen dabei, dann nochmal als in Mexiko. Das ist halt nicht einheitlich. Das ist auch viel auf, also was ich jetzt so mitbekommen habe. In jedem Land ist das anders. In Norwegen zum Beispiel wird das richtig krass subventioniert. Die kriegen da richtig viel Geld. Und in Deutschland ist es halt nicht so, so zum Beispiel, sondern da ist halt super viel Verbandsarbeit und die machen das auch alle ehrenamtlich. So, und also wie viele Stunden die dann da noch so reinbuttern, so, ne, und das auch so geil auf die Beine stellen, das ist halt super, ne? Also. Ja, das finde ich auch echt interessant. Also, keine Ahnung, ich muss da nochmal irgendwie. Ich hatte super viele Athleten aus Norwegen, aber ich müsste dann nochmal irgendwie einen Funktionär an den Start kriegen, warum das so ist, dass in Norwegen das so krass gepusht wird vom Land ja eigentlich, also vom Ja, Staat her, genau. ne?
Ja. Das damit zusammenhängt, dass irgendwie, keine Ahnung, Norwegen hat ja, keine Ahnung, ein paar mehr Einwohner als Berlin oder so. Keine Ahnung. Dass die halt irgendwie einen neuen Sport halt schneller irgendwie aufs Radar kriegen und deswegen halt das irgendwie pushen. Keine Ahnung. Also finde ich halt mega interessant so, ne? Aber ich sehe es genauso wie du, dass halt im schlimmsten Fall, also falls das mit Olympia nichts wird, so, ne? Im schlimmsten Fall ist es einfach so ein weiteres Ding, das Aufmerksamkeit auf den Gesamtsport halt irgendwie wirft und mehr Aufmerksamkeit halt irgendwie bringt auf das Ganze so, ne? Ja. Olympia, was würdest du bei Olympia fotografieren für Disziplinen? Was findest du am interessantesten? Boah, also ich glaube, das also, so herzmäßig wäre es dann halt sowas wie Gewichtheben. Aber sonst, ich glaube auch so wie Turnen oder so, das würde mich auch reizen. Aber eigentlich, also ist eigentlich relativ egal. So, also weil man sucht ja dann immer so ein bisschen neue Herausforderungen. So, also zum Beispiel in Mexiko war jetzt dann auch eine Herausforderung, dass sie schwimmen mussten. Und dann stehst du da erstmal Ja. und denkst dir, ach, meine Güte, wie fotografiere ich das denn jetzt so, ne? Und dann hast es raus. Irgendwann oder machst dann halt. Ich mach halt einfach, das ist halt das so, ne? Also Ja. geht mir erstmal so ein bisschen die Pumpe so, weil ich nicht so hundertprozentig gerade weiß, was mache ich jetzt hier eigentlich? Und dann so, ah, alles klar, und dann kommst du so in den Flow und. Ja, voll. Ich war jetzt gestern, was haben wir heute? Montag haben wir heute, ne? Gestern war Sonntag. Ich war Sonntag in Aachen bei der CHIO. Das ist so das größte Reitsport-Event. Zuarbeit, ne? Ja. Das mache ich schon jahrelang. Sind wir da irgendwie als Zweierteam und fotografieren dann diesen Deutsche Echt? Bankpreis. Und das ist aber das Unspektakulärste, was du dir irgendwie vorstellen kannst. Also, das ist so boring. Das hat mit Sportfotografie eigentlich so null zu tun. Das ist jedes Mal so geil. Weil du bist dann irgendwie in so einem Pit, so, das ist irgendwie so ein 5 Quadratmeter irgendwie Kasten am Rand, wo die ganzen Fotografen sind. Und dann bist du da echt irgendwie mit, keine Ahnung, 20, 30 Leuten stehen dann da, also 20, 30 Fotografen, die haben alle irgendwie ein Stativ und dieses 500 mal 800 drauf. Und dann, keine Ahnung, dann kommt ein Pferd reingelaufen und dann hörst du nur noch so: Pferd ist wieder weg, fertig. Das machen wir jetzt irgendwie 2 Stunden lang und danach suchen wir ein Bild raus. Das ist so dumm. Ja. Oh, geil. Aber ich glaube, CrossFit-Fotografie ist da ein bisschen spannender. Merkst du denn, also wenn du jetzt irgendwann Bilder machen wirst, gibt es da auch Momente, also wenn ich jetzt dieses krasse Beispiel von dem Reitsport nehme, merkst du überhaupt, wenn irgendwie ein krasser Moment fotografiert? Passiert oder bist du da so in der Zone, dass du das gar nicht wahrnimmst? Man merkt das ja vorher schon irgendwie so ein bisschen, hat man das dann halt so im Gefühl, so, ne, also gerade wenn dann halt irgendwelche Big Lifts, so, ne, das ist ja dann das, so, ne, oder du musst ja wirklich eine gute Intuition haben, so, du hast jetzt ein Heat, du hast ein Final Heat und ich sag jetzt mal, dann ist am Ende ist noch so ein Bike Sprint, so, ne, und da musst du dann halt schon im Gefühl haben, so, wer könnte jetzt als erstes aufstehen, so, dann platzierst du dich dann vielleicht noch an der Finallinie, ne, wo dann auch schon zwei, entweder stehen dann noch zwei andere oder es kommen dann noch zwei andere und versuchen dann halt auch so, ne, also den Jubel festzuhalten. Irgendwo muss da eins dabei sein, zum Beispiel auch von Moritz, wie er dann rumschreit, wenn er vielleicht mal ein bisschen da, Meinst du genau. das? So, ne, das, ne, also ist ja auch dann halt so, ne, da wusste man auch, das war dann ein Sprint am Ende und es war klar, ne, dass er dann German Throw dann gewonnen hat und so. Und da musste dann halt so schon ein bisschen so vordenken Hast du dann und auch die Glück haben und Scores? dann Glück haben. Ja, hast du dann auch die Scores und alles so im Blick? Ja, also ne, man spricht ja untereinander dann halt immer so, man guckt vielleicht mal so ein bisschen,
mal rein oder so. Meistens gucke ich dann erst abends irgendwann oder man hört so irgendwie so, ja, wer steht denn, wer führt denn jetzt gerade, wer hängt denn jetzt hier wen im Nacken so. Voll nice. Und was sagst du zu diesem dieser Season bis jetzt? Bist du happy mit den Qualifiern in Europa? Ja, doch. Also die Saison in der Regel jetzt, okay, jetzt ausgenommen, dass jetzt schon Semifinal war, fängt die Saison ja in der Regel erst so Mitte des Jahres an. Also dass dann halt die ganzen Events sind. Klar, Qualifier sind jetzt so ein bisschen, ist spannend so. Und man muss halt gucken, was dann jetzt noch so kommt. Also vieles habe ich jetzt schon, wo ich weiß ja, okay, das passiert auf jeden Fall. Und ein paar Sachen, die dann vielleicht noch offen sind. Cool. Das fand ich noch interessant. Der Satz war 2020, ist da irgendwas passiert? Hast du da irgendwie eine neue Nee, Richtung also, eingeschlagen? na, das war so ein bisschen, also auch so, weil natürlich sehr viel passiert ist. Da kam ich halt gerade aus Mexiko. So war voll krass. So, ne, also da ging es dann eher so, Danke zu sagen, halt so die Leute, die immer da waren. So, ne. Man hat auch, das ist halt ja auch so krass, dann teilweise Leute aus der ganzen Welt, die dir dann schreiben, so und deine Sachen halt gut finden. Also so ein paar Leute aus den USA, selbst als ich in Mexiko war, kannten mich dann mit Fotografen, die kannten mich schon. Und die Ja. wollten dann ein Foto mit mir machen. So, und das ist dann halt so verrückt, einfach so, ne? Und so, ne, also. Sollte einfach nur, war witzig, weil manche Leute hatten da auch kurz rausgelesen, dass ich vielleicht aufhöre oder so. So, ne, also darum ging es gar nicht, so, ne, einfach nur sozusagen, so, ne, dass es Ja. weitergeht und ne, gucken, was noch so kommt, so. Nice, ey. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du so raushaust in der nächsten Zeit. Ja, er ist also was halt so. Was halt schon schwierig ist, um auch mal, ne, also es ist halt so diese Gratwanderung, so, ne, also irgendwas leidet halt immer gefühlt. Also ich komme ja jetzt gerade vom Sport, willst halt jetzt selbst Sport machen. Ich muss eigentlich auch noch Content bearbeiten, habe ich noch so ein bisschen was. Dann geht man halt noch normal arbeiten, soziales Leben und so auch noch vielleicht. So, und dann ist dann halt manchmal, im Moment hatte ich jetzt dann so eine Phase, eher mehr Sport gemacht, so, dann halt, ne, also, ich meine, es gab jetzt nicht so viele Events gerade so, aber das ist halt wirklich echt schwierig, da so die Waage zu halten. Ja, glaube ich, voll. Ah, naja, Privatleben. Ob man das braucht, weiß So, also, viele wissen das ja schon, so, die merken das schon, also, ne, das Event ist das eine, das zu machen, aber die ganze Nachbearbeitung, so, ne, also, wenn du dann von so einem Event einfach 10.000 RAW-Dateien hast, irgendwie so. Und es bleibt halt ungefähr 10% dann hängen am Ende des Tages. So, aber das muss halt auch alles gesichtet werden. Man bearbeitet die Sachen so, ne? Also klar, das geht halt natürlich irgendwann schon relativ schnell von der Hand, aber soll ja alles so schnell gehen, am besten so. Du, wenn du mit Reels anfängst und Video, dann wird das noch schlimmer. Ja, genau. Und dann manchmal siehst du dann so, boah, der hat dann. Ich meine, der Druck ist jetzt nicht so groß, aber das ist schon so ein bisschen unterschwellig ist das ja schon. Dann siehst du andere Leute, boah, der hat jetzt das schon rausgehauen. So, du musst jetzt auch fertig werden. So, ne? Oder, keine Ahnung, bist dann beim German Throwdown und dann gibt es auch Media, die sind einfach im Publikum. Die schneiden das dann halt mal eben, wo du dir dann auch denkst, so, ja, das ist doch Wahnsinn jetzt hier. Geht schnell, So, ne? dieser. Das war beim Semifinal auch so. Ich habe an einem Tag war ich bei den Franzosen irgendwie am Start. Und da bin ich auch mit irgendeinem Typen ins Gespräch gekommen und der hat dann auch einfach mit so einer kleinen Sony, ich glaube die 6000 oder so, hat er einfach gefilmt und direkt irgendwie was zusammengeschnitten so und rausgehauen. Ich so, krass, okay. Also geht auf jeden Fall schnell, ja. Crazy. Ja, Christoph, danke dir, dass du hier warst. Gerne. Keine offenen Fragen. Nee, ich bin am Ende.